Hallo, liebe YouTube-Freunde. Kannst du mal aufessen? Hier sind wir wieder. Kannst du mal aufessen? Nö. Schmatz. Schmatzt das? Sollen wir das nochmal machen? Nö. Ich schluck mal runter. Ja, das ist gut. Die schmecken gut hier von Haribo. Diese Gummidinger, willst du auch mal rein? Jetzt gerade nicht, wir reden noch gerade, aber ich nehme mir schon mal einen auf Tasche. Ja, ich nehme einmal schon einen Weise voraus. Ja. Ich nehme schon mal ein. Wir sind heute bei der BSA bei. Ja, morgen überhaupt. Hatte ich schon? Du, ja, ich nicht. Nee, ich habe nur Hallo gesagt. Schmatzenderweise. Ich kann auch mal Moin sagen. Ja. Nee, wir wollen jetzt mal in der BSA noch mal wieder was machen. Das Rücklicht soll verändert werden. Das ist ja Jörg seine Arbeit heute. Ne? Mhm. Wir wollen das ein bisschen hübscher machen, weil vorher war hier ein anderes Rücklicht dran. Ein eckiges Rücklicht und jetzt passt dieses eckige zu dem runden nicht. Das ist ja ein sehr schönes Rücklicht. Ja. Hier, das mit der kleinen Das ist ein sehr, sehr schönes. Das ist bis jetzt mein Favorit. Ja. Und das soll abgeschnitten werden, plan wieder Blech rauf. Mhm. Und hier muss so ein langes. Das machst du schon. Und du wolltest das ein bisschen steiler haben, ne? Damit ja, das Nummernschild da unterpasst. Damit das ist da eine Kennzeichenbeleuchtung unter? Da ist eine unter, ja. Die Maschine wollen wir heute so weit fertig kriegen, damit Danny die lackieren kann. Also der Tank soll neu lackiert werden. Ja, ne? Er hier. Danny Schramm vom Schrammwerk. Aus Börnsen. Ne? Der hat ja auch den Heli gemacht und er soll jetzt ein bisschen mal hier so Verschönerungsarbeit machen. Die Lackschäden beseitigen. Sie soll natürlich so bleiben, wie sie ist. Aber wir haben ja viel Ärger mit diesem Tank gehabt. Ach, das ist der Tank? Das ist der Tank, den haben wir jetzt sandstrahlen lassen. Und hast du den jetzt noch gelötet oder ist das alt? Das ist alt gelötet. Das war ich vor wie vielen Jahren, weiß ich nicht mehr. 30. Von 1984. Da hatte ich den Tank gelötet. Das habe ich überhaupt was Witziges gefunden. Guck mal hier, das Bild. Das ist der Tank. Von der Wanderer? Von der Wanderer. Wusstest du das oder hast du das jetzt nicht? Das wusste ich. Das kann man sogar noch ganz leicht schemenhaft erkennen, dass dieses Wandererzeichen. Ach, und das Ding hat eine Tankschaltung. Ja, da kannst du sehen. Oh, deine Katzen. Ja, die streiten sich. Ja, und der soll ja hier wieder rauf. Aber der Untergrund war so rostig, dass der überall so der Rost hochkam. Und jetzt ist der gestrahlt worden. Und das macht Danny hoffentlich neu. Und ich finde, Danny darf sich mal ein eigenes Design ausdenken. Wollen wir mal die Freiheit lassen? Auch die Farbe? Ja. Ja? Oh Gott. Ja, ich rede mit ihm noch, aber er muss es. Eigentlich hat er ja ein gutes Gefühl dafür. Aber die könnte auch so ein Metal Flake Jahrmarktsdesign kriegen. Ja, das muss in dieser Art so. Das grob Metal Flake, ja. Weißt du, wie Autoscooter. Meinst du? Also, es wird der Karre stehen, weil die ist doch aus der Zeit. Aus der Metal Flake Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen auch dieses Porno-Lila. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen. Ich glaube, da hat er schon ein paar Ideen im Kopf. Ja. Soll man ihm schon überlassen. Lass mich überraschen. So. Ja, will ich auch mal. Ja. Ich mach das, also gib das Danny und dann soll das Schutzblech soll mit lackiert werden. Das wäre auch schön, wenn das in Wagenfarbe lackiert wird. Mhm. Und was mich so ärgert, ist jetzt mit diesem Lenker. Ich komme damit nicht klar, du. Dann mach ich noch ab. Du ja, hast doch noch mehrere Varianten. Ich baue jetzt oder? den hatten wir doch schon mal ausprobiert. Ich glaube, ich baue jetzt den Rahmen. Ja, das ist auch mein Favorit. Und den finde ich toll. Ja. Ich will die Enden noch ein bisschen kürzen, glaube ich. Jo. Das gucke ich mir dann an, aber ich baue den mal ran. Und dann setze ich mich noch mal drauf. Mhm. Kannst du denn das Hinterrad ausbauen? Dann würde ich loslegen. Ich baue dir das Hinterrad aus. Mhm. Hinterrad ausbauen. Kann ja nicht so schlimm sein. Das geht bei BSA sehr leicht. Und da haben die was Gutes gebaut. Da kann man sogar das Hinterrad ausbauen und die Kette bleibt drauf. Ja. Ja? Mhm.
Das wirst du gleich sehen. Ach, wie geht das denn? Ja, das Kettenrad mit Bremse ist an dieser Mutter noch fest. Und die Achse geht hier nochmal durch. Ach, die geht durch die Mutter durch? Ja. Das ist ja absolut. Haben die es extra so gebaut dafür? Das hat Herr BSA damals so gebaut. Oder Frau BSA, weiß ich nicht. Aber die von BSA. Birmingham Small Arms. So, jetzt nimmst du mal die Achse da, bitte. Ja, Chef. Oder bist du beim Schablonenbau? Ja, ich, egal, ich halt. Du musst nur. Nee, du kannst sie rausziehen, die Achse. Lass mich mal da hin. Ich bin firm da drin. Ja, Chef. Kennst du schon, ne? Guck, zack, ist die Achse draus. Dann nimmt man den beiseite hier, den Ödel, den kommt der raus. Oh. Was war das denn? Metallspan. Mhm. Mal beseitigt. Guck mal, jetzt ist die Kette noch dran und hast das Rad das raus. Ist ja abgefahren. Guck mal hier. Das habe ich ja noch nie gesehen. Du. Mit der Verzahnung, geil, ne? Ja. Das haben die gut gemacht. Das haben die irgendwann abgeschafft wahrscheinlich, weil das alles zu teuer und zu aufwendig ist, ne? Ich habe dir was mitgebracht. Wollte ich dir vorhin schon er geben. Er hat mir was mitgebracht. Da bin ich immer gespannt. Wo ich das jetzt gerade sehe mit den Kleinteilen. Guck mal hier. Ah, da hatten wir doch schon drüber geredet. Hier, von meiner Mutter. Die sammelt ja immer die Katzenfutterdosen. Von Mutter Tausi. Ja. Genau, von den Katzen sind diese komischen Schieberdinger da. Und dann habe ich irgendwann gesagt, schmeiß sie nicht immer weg. Und jetzt hat sie mir kartonweise sammelt sie die seit Jahren schon. Gut in so eine Schublade als Sortierkästen nehmen. Und das Geile ist, du kannst mit dem Edding kannst du reinschreiben auf dem Boden, was das ist, wenn man jetzt so Baugruppen hat oder so. BSA Hinterrad. Genau, und dann tust du das da rein. Zack. Und dann, wenn du die abdichten willst, machst du eine drauf, ein bisschen Tape drumherum und dann ist es dicht. Konserviert. Konserviert, ja. Und ich kenne die Geschichte, ja, du hast ja gesagt, du hast damals bei deiner Mutter gesagt, oh Mama, bewahr die mal auf, da kann man immer Schrauben reintun. Ja. Und seitdem... Seitdem sammelt sie die. Sammelt sie die und das ist nicht alles, was Mutti gesammelt hat. Nein, das ist ein ganz kleiner Teil. Ein Bruchteil nur. Die sammelt sie seit 30 Jahren. Die kommen in Geschirrspüler, ne? Kommst du. Also hat sie, ja. Macht sie doch, ja. Die sind richtig sauber. Frau Tausi. Ja. Ja. Das toll. Gut, ne? Ich habe schon ganz viele verschenkt, aber die kann man echt zum Schrauben benutzen. Ja, ich glaube, ich mache das für Herr Feldmann, ich lege Ihnen das ans Herz. Ja. Sortieren Sie Ihre Kleinteile. Ja, ich kam ja sonst auch ein Leben lang ohne die klar. Aber jetzt fängt ein neues Leben an. Ja. Mit sortiert. Das ist Sortierleben. Ja. So, ich muss mal den Lenker jetzt abbauen hier. Kittel. Wenn wir flexen, würde ich gerne den Staubsauger herbeiholen, damit wir den Staub hier nicht haben. Das ist Spachtel. Ist das gespachtelt? Ja, hallo. Haben wir da gespachtelt, ja, Herr Feldmann? Ja, hier um die Naht rum. Du kannst es ja größer ausschneiden, also die Spachtel nicht. Nein. Nee, ich werde schon nur das ausschneiden, was nötig ist. Das Teil hier, guck mal hier. Das ist ein Vergaser von der Simson. Mhm. Von der S51 oder wie heißen die Simsons? Der lag hinten im Staubsauger in der Ecke. Hinter dem Staubsauger? Ja. Weißt du, was wir damit machen könnten? Wir könnten da draus mal eine ganze Simson bauen. Um den Vergaser rum. Nee, aber was ich so mitgekriegt habe, es gibt ja viele Leute, die so Simson-Maschinen fahren. Ne? Mhm. Aber wenn man mal eine richtig umbaut, so aus unserer Feder, wäre doch mal was. So wie wir das meinen? Ja, was meint ihr? Habt ihr da Bock drauf, wenn ich sowas mal umbaue? Sollen wir das machen? Aus einer Simson mal so eine geile Maschine bauen. Ja. So wie viel Mühe ich mir mit einer Zündung abgebe, vielleicht mal mit einer Simson. Mhm. Auch wir brauchen bloß, wir bräuchten so ein Fragment mal. Mhm. Kriegt man bestimmt. Ja, wo Räder dran sind, Gabel drin sind, Motor drin ist. Den Tank, da kann man ein bisschen was anderes draus schnitzen. Vielleicht auch wegschmeißen. Nee, die Herausforderung wäre ja das, was man dann hat, da was draus zu machen. Aus dem Tank? Ja, irgendwas kann man daraus, da würde ich irgendwas kann man anderes verändern. Ja, klar. Nee, aber man kann ja mal sowas bauen, finde ich. Sollen wir das mal machen? Können wir mal machen. Wir müssen da nur Material haben. Da müssen wir wohl mal in den Osten, ne? Oder wir fragen mal, ob jemand hier was abschmeißen kann. Ein Fragment. Das wäre was. Du lass mal weiter. Leg mal auf die Werkbank. Ja. Nee, das kommt da in so ein Fach rein. Okay. Das sind die Simson, musst du darauf schreiben.
warte, dann machen wir das, können wir das ja mal richtig offiziell machen. Hast du ein Edding da? Ja. Nee, schon wieder kein Edding. Hier ist er doch. Jo. Das erste Bauteil. Ja, das lag ganz in der Ecke und im Staubsauger. Schwenklicht. Ich habe hier gerade, guck mal, das Ding habe ich hier gerade zusammengebastelt. Mhm. Das ist jetzt noch Rohdesign, ne? Ja. Das können wir alles noch flacher machen, aber das wäre so ein bisschen die Hülse. Warum ist das eigentlich so, dass das hier breiter ist wie da? Weil ich das so gemacht habe. Du? Ja, findest du es gut? Ja, sonst sieht das aus wie ein Rohr, das sieht doof aus. Da ist auch gar kein W-Prüfzeichen drauf. Nee. Das sehe ich doch sofort. Da kommen sie nicht mehr durch. Nee. Können sie gleich hier vom Hof. Komm, runter vom hier, Hof. Nimm deine Scheißkarre, komm. Kannst wiederkommen, wenn du was Anständiges hinten dran hast. Hier so ein Quatsch hier mit Zollern, hier so ein Haifisch. Da gehört Heller oder Bosch dran. Heller oder Bosch, und zwar so groß. Ja. Haben wir es verstanden? Ja. So eine Typ Onkel gibt das. Ja. Oder gab es zumindest. Guck mal, so viel musst du ab, finde ich. Mhm. Aber so, dass dir doch von dem Bogen noch ein bisschen was überbleibt, ne? So, ne? Ja, sonst wirkt das so geklemmt da oben. Ja, so darf das nicht. Ja, so. So, ja. Ja, guck mal, das kann man doch auch so machen. Die Bautenzuführung ist doch gut. Ja. Ich könnte den sogar hier vorlegen noch. Ne, der muss da. Nee, der, guck mal, wie schön gerade er hier. Ja, ist, ne? Ja, ganz sauber. Mhm. Die kann man ja auch nicht wegzaubern, die sind ja nun mal da. Nee. Das sieht doch schön aus. Was hältst du denn von der Schrägung? Und hier die Finne weiterführen lassen? Nee, machen wir nicht. Nein. Ja, aber das sieht toll aus. Die Schrägität so? Ja. Das ist so ein bisschen. Wir könnten noch ein bisschen vielleicht. Also ich kann hier noch was wegnehmen, dann kommt da automatisch etwas. Ja, dass er ein bisschen höher kommt. Hatten wir doch so, müsste er vielleicht. Ja. Wow. Jetzt müssen wir die Lenke abschneiden. Thank you.
So, jetzt muss es irgendwie rund kriegen, ne? Das sieht ja schon gut aus. Schön, ne? Die könnte man auch gut so bauen fürs Auto, ne? Ja, ne? Wenn man so ein Auto baut. Ein paar nebeneinander. Ja. Boah, die sind toll, ne? Wir wollten noch den Mazda noch umbauen. Ja, stimmt. Aber nicht mit sowas. Nee, ich habe Rücklichter vom Jaguar E gekriegt. Ja? Weißt du, wie die aussehen? Sind so lang. Ja, ja, die gehen ja so um die Ecke rum. Ja. Vom E-Type. Die müssen wir noch mal da rein doktern. Kannst ja mal irgendwann mal demnächst vorbeikommen. Ja? Ich glaube, ich brauche hier mal ärztliche Hilfe, du. Ja? Ja, das ist nicht einfach. Warte, ich helfe dir. Und zwar? Boah, du musst mal da unten den Hebel hier nach oben drücken. Den Bremshebel. Ja, der hier, oder? Ja, genau. Ja. Weil ich habe das so stramm gebaut. Ich habe ihn jetzt auf Anschlag. Du hast du? Ja. Ja, ist schon passiert. Danke. Das ist mir so, ich kann das nicht ab, wenn die Hebel nicht so zurückschnappen. Ja. Und jetzt schnappt er so schön zurück. Und da habe ich hier, da habe ich einen kleinen Bautenzuchnippel einfach zwischen den Seil festgemacht. Ja. Die Feder da eingehakt. Und hier habe ich ein Loch reingebohrt und da habe ich die Feder eingehakt. Guck mal, wie das schön arbeitet. Ach, witzig, das ist unterstützend. Das ist ja, das ist unterstützend, genau. So schick gemacht, ne? Ja. Ja, sonst labbert der hier so rum. Und das ist, ja, das ist viel. Guck mal, wie das sich auch anhört. Wenn er zurückgeht, so. Mache ich gerne hören. Schnepp. Oder hier so. Ha! So gehört sich das. Mhm.
muss man jetzt ein bisschen nacharbeiten, weil er sich sonst reinzieht durch das Schweißen. Wenn man von unten ein bisschen gegendengelt, dann bleibt er gerade. Und oben ist der Hammer dazu da, damit der Schlag auch eine Wirkung hat und nicht so einfach vibrierend verpufft. Na, Jörg? Ich hab, dass du da bist. Ich habe mal eine Frage. Darf ich zuerst fragen? Hast du auch eine Frage? Ja. Ja, was denn? Auf welcher Höhe das jetzt, wo das jetzt hin soll? Ah, das ist eine Nummernschildgeschichte. Ja, du wolltest ja hier nur, ist die Bohrung hier für das Nummernschild? Oder was war das hier? Ja, da müsste ich mir irgendwas bauen, dass das Nummernschild dann da rankommt. Also ja, im Grunde brauchst du doch nur so ein Stück, ja, Schutzblech, wo man es dann ranschrauben kann, ja, oder? Also mir geht es nur darum, wo das jetzt hin soll. Hier. Definitiv zu weit vorne. Und kann das Nummernschild hier? Ja, genau. Man sieht das ja gar nicht mehr, das Loch. Nee. Ich dachte, ich mache hier diese Vago-Klemmen dahin. Die, ja, da. Ne? Kannst du ruhig. Ja. Ich wollte das jetzt auch noch mal ausschneiden jetzt hier. Jetzt werde ich es einmal umzeichnen, schneide das aus und dann wollte ich das... Ist eine Stichsäge drin? Nee. Hm? Stichsäge? Kleckst du? Ja. Und hier? Pfeile. Ja, nützt auch nichts, ne? Oh, eine Stichsäge, das ist auch gut, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. So keine Erfahrung mehr. Nee, da fehlt mir die Erfahrungswerte. Echt? Ja, kannst du ja machen. Ja. Schönes Loch. Ja. Das kann ja ruhig ein bisschen überstehen. Das ist ja nicht schlimm. Ja, das macht doch nichts. Hauptsache, ich habe noch ein bisschen Auflage. Ja. Das mache ich noch mal kurz mit der Flex. Also wenn jetzt wieder nur Punkt ist, ne? Und, ja, und Danny spachtelt und dann, ja, hast du durch das Fahren Vibrationen und dann hast du da wieder irgendwelche Risse und Wasser drin und dann rostet das. Und ich könnte das löten. Ja, das geht auch. Das ist natürlich. Weil dann haben wir nicht so eine dicke Naht. Genau, die würde ich sonst wegschleifen. Mhm. Du meinst wieder so einfach ein paar Punkte, ja, und dann einmal schön. Kommt natürlich. Vorher würde ich ja erstmal das machen mit der Aussparung und mit dem. Oder willst du das denn, wenn das machen, wenn das dran ist? Ja, das können wir machen, wie wir wollen. Schau mal, mit dem Edding. Hast du ein Edding? Ja, ne? Ja, bestimmt mal, ne? Hast du keinen? Ich freue mich schon auf die Einladung bei Edding. Ja.
Ja, du. Da kriegen wir bestimmt einen Kaffee, ne? Und Kuchen. Meinst du? Ja. Meine Güte, der Herr, mein schnelle Ding, du. Der kann, du. Der Vieh, Maschine, du. Dreh dir durch, du. Auf dem Treffen, du. Oder was? Hm? Auf dem Treffen. Auf dem Treffen, ja. Da ist ein Superhocke, du. Verfande, guck mal her, du. Der hat einen Superhocke. Okay. Ja, war echt geil. Und das war ernst gemeint, ne? Ja, und er drehte völlig durch. Er war auch ein bisschen hier. Ja, ne? Angetrunken und so, aber. Oh, du ein BSA, du! Der hat ein BSA! Nein, der ist ein Superhocke, du! Nein, du! Oh, okay. Das ist aber ein schnelles Ding, du! Der ist schnelle Maschine! Ja, ey, du! Sollen wir das heften jetzt mit Schutzgas? Ja. Ist mir lieb. Ist mir ganz lieb. Hast Angst, ne? Nö. Sind denn gerade und können Sie nicht weiter hier rüber vielleicht? Ja. Das ist ein Sägeschnitt, den du vorhin gemacht hast. So ist gut. So? Ja. Ich drücke ihn runter. Wie soll ich ihn denn mal hier in die Ecke? Den schleifen wir gleich nochmal weg. Gerade mal, wie sieht die andere Seite aus? Der muss hier so, so muss er jetzt. Nee, warte, ich will. Doch, du, die, ja, ja, ja. Halt, der passt besser hier, du. Was? Aua. Finger da weg. Nee. Doch. Weil ich sonst nicht sehe, ob er hier schön mittig ist. Nein, nee. Pass weg hier. Ja. Oder ich muss da noch mal ein bisschen zuschweißen und wegschleifen. Nee. Kann ich machen. Ich das löte ich zu. Ja, aber wenn du da einmal alles vollkleckerst, dann kann ich dann noch nicht mehr schweißen, wenn ich nicht. Nein, ich löte das zu. Gut. Soll ich ihn da auch noch mal heften? Nö. Ne? Nee, wenn du da so einen dicken, du machst einen ganz kleinen Heften. Ja, guck mal, es sind doch auch ganz kleine hier. Und die kann man auch noch mal so ein bisschen wegschleifen. Ja, die kannst du hier durch noch mal. Oder dann hast du es leichter. Mhm. Aber ich kann das wirklich zulöten. Aber du mach rein Heften, damit du deine Zufriedenheit hast. Nicht so dick, du. War viel zu dick. Nein. Damit ich meine Zufriedenheit habe. Ja, dann kannst du es auch gleich ganz zuschweißen. Nö. So, ne? Gut. So, jetzt machen wir die Aussparung hier rein. Das wäre. Oder nicht? Ja, muss ja. Schwierig, schwierig, pupierig. Da, Strich. Da müssen wir jetzt ganz genau arbeiten. Dann machen wir das so, dass der Strich muss stehen bleiben. Ja? Mhm. Ich habe hier auch einen Luftdremel. Aber das geht auch nicht so gut damit. Viereckigen. Ja, genau, ja. Für die viereckigen Löcher. Nur einen viereckigen Dremel. Die Ecke noch, die ist so rund da unten. Dann löte ich da noch mal einen rum. Ja, gerne. Ne, dann brauchen wir das auch nicht so viel spachteln. Ne? Pass auf, dass du möglichst wenig Wärme reinmachst.
Je weniger, desto besser. Ich nehme ja auch das teure Silberlot, das fließt ja gut. Sehr gut. Ganz seiche Flamme. Schön. Sieht gut aus? Ja, gefällt mir. Mensch, da haben wir das ja hingekriegt, oder? Ja. Dann können wir jetzt gleich nochmal das Hinterrad einbauen. Mhm. Sollen wir das Rücklicht noch einbauen? Ja, dass man das mal alles einmal sieht, ne? Wir wollen ja das Endprodukt sehen. Endprodukt, ne? Endprodukt. Das muss man erstmal abkühlen hier. Trill schützt das Leben ihres Sittichs. Mhm. Ne? Schönes Rücklicht. Du hast ja schon eine Sitzbank, ne? Ja, willst du die mal sehen? Ja. Und die habe ich jetzt hier nochmal schön neu beziehen lassen. Das ist voll Oldstyle hier. Ja, das passt voll Old gut. Oldschool, oder wie nennt sich das? Passt voll gut zu der Karte. Wieso heißt das eigentlich mehr Oldschool? Blöde, ne? Alte Schule. Ja, was soll das denn? Alte Schule, ja. Das von, früher. Ja. Schick, ne? Guck mal, wie das hier schön passt, so. Das ist handwerklich auch sehr gut. Ja. Hast du schon mal Probe gesessen? Nee, auf dieser noch nicht. Schön geworden, so. Oder oh, lass mal einmal schleifen, ne? Hast du eine, hier eine Papierfächerscheibe? Boah, was für ein fettes Viech. Alter, ist das ein Maikäfer? Das ist ein Maikäfer. Guck mal. Tatsächlich, du. Ein Maikäfer. Echter Maikäfer. Hallo. Das ist ja toll, dass es die wieder gibt. Du. Oh, der ist groß, ne? Bisschen Knarrenschlüssel haben? Nö, ich hab die gleich fest. Ja? Ja. Oh, wie das aussieht. War da noch eine Dichtung? Ne? Ja, das sind Dichtungen. So. Ist das da dran jetzt? Mhm. Doch, ja. Boah, wie eine Einheit. Sieht das geil aus. Ja. So muss das sein, du. Alter. Geil. Jo. Schön, die Linie stimmt alles, ja. Du. Wie das hier so ein bisschen breiter wird, weil er verjüngt sich hier ja auch, ne? Ja. So, das hat eine schöne Form. Ganz toll. Ja. Da ist er drin. Ja. Jo. Doch. Super. Machen wir vorne? Dann machen wir das Gleiche. Genau. Ich hau sie dir ab, da. Ja, mach nichts, jetzt kommst du hier auf den Boden. Knack. Oh. Ja, das war so. Ich halte, du machst die Lose.
Guck mal, sie steht wieder unten. Oh, geil. Und wie ist? Oh, der Lenker ist so schön. Du. Setz dich mal rauf, Jürgen. Ja, der ist viel besser. Geil, ne? Sieht aber irgendwie auch motziger aus, ja. Finde ich, so ein Lenker. Der hat so. Auch eine schöne Breite jetzt. Ja. Ist genau richtig. Hm. Ja, auch hier wieder bald ein Projekt fertig. Wenn man sich das mal vorstellt, das Motorrad von 1984, haben wir das aufgebaut, das Ding. Jetzt hat er so lange in der Ecke gestanden. Jetzt haben wir alles praktisch wieder neu zum Leben erweckt. Wir haben echt viel gemacht. Die Elektrik ist neu. Lenker. Lenker ist neu. Der Tank von innen gereinigt, beschichtet. Sandgestrahlt von außen. Sandgestrahlt von außen. Das musste ja sein, weil er so rostig war von außen. Neue Sitzbank beziehen lassen. Schön. Was mich ganz toll freut, Jörg. Ja. Das haben wir sehr gut hingekriegt heute. Schön, mein Rücklicht. Das Rücklicht ist richtig geil geworden. Ne? Vergaser. Neuer Vergaser, der sogar auf Anhieb geil funktioniert hat. Das hat mich auch echt top gewundert. Ist der mit der Einstellung? Ja, da habe ich doch hier die Standgaseinstellung noch schön gebaut. Neue Bautenzüge, Bremszug ist neu, neuer Gasgriff. Die Elektrik, Batterie, da habe ich dir doch schön das Batteriefach mit Klett. Das, ja, obwohl ich ein Klettgegner bin. Ja, aber das ist 1A. Ja, sehe ich ja nachher nicht. Mhm. Und jetzt der letzte Schritt zur Vollendung ist ja, dass Danny diese Maschine so, wie sie es jetzt kriegt. Mhm. Und er arbeitet praktisch den Lack einfach nochmal auf. Auf jeden Fall haben wir heute viel geschafft. Und jetzt machen wir mal Feierabend, wa? Ja. Ist ja schon dunkel. Ja, schon ganz spät. Ja. Ja. Gut, also. Der Kameramann muss auch nach Hause. Tschüss. Glocke drücken. Abonnieren. Daumen hoch. Weitermachen. Und schöne Kommentare wollen wir haben. Ja. Das freut uns.